Das Glas von Ray Bradbury. Hörspielbearbeitung Erwin Neuner. Es war eines dieser Dinge, die manchmal auf Rummelplätzen zu sehen sind. Ich hatte meinen Zehner bezahlt und war in das Zelt gegangen, um mir das Ding anzusehen, von dem alle Leute redeten. Das Ding war in einem Glas ausgestellt, in einem ziemlich großen Glas, das bis an den Rand mit Spiritus gefüllt war. Ein graues, schleimiges Ding, bei dessen Anblick sich einem der Magen umdrehte. Eine Menge Leute standen vor dem Glas. Sie starrten auf das Ding darin und konnten sich nicht satt sehen, wie es sich so um sich selbst drehte und mit weit offenen Augen zu ihnen herausschaute. Wenn du so ein Ding zu Hause hättest, fuhr es mir durch den Kopf. Und von da ab gab es für mich nichts mehr auf der Welt außer diesem blassen, toten Ding, das dort in seiner Spirituswelt eingesperrt war. Ich weiß nicht, wie lange ich davor stand, sehr lange jedenfalls. Draußen war es schon dunkel und alle anderen Leute hatten das Zelt längst verlassen, als mir jemand die Hand auf die Schulter legte. Hey, Kumpel, noch hier? Ja. Das Ding. Ja, ja. Es gefällt allen. Irgendwie mag es jeder. Sie würden es nicht eventuell verkaufen? Das Ding? Nee. Es bringt Kunden. Die Leute schauen solches Zeug gern an. Wirklich. Oh. Ja. Wenn natürlich einer käme, der Geld hat. Vielleicht. Wie viel? Na, wenn einer... Sagen wir mal, wenn einer 3, 4, vielleicht 7 oder 8 Dollar. Ja? 10 Dollar vielleicht, oder eher 15. 15. Ja, gut. Sagen wir, wenn einer 12 Dollar hätte, dann könnte er das Ding im Glas natürlich haben. Das passt genau. Ich habe gerade 12 Dollar. Ich habe mir nämlich überlegt, wie man zu mir aufsehen wird drunten in Walders Hollow, wenn ich so ein Ding nach Hause bringe. Klar, Kumpel. Und in das Regal über dem Tisch stelle. Bestimmt werden die Leute dann zu mir aufsehen. Todsicher. Na also, rück die Scheine raus und du kannst das Ding gleich mitnehmen. Dann kannst du mit ihm machen, was du willst. Danke. Vielen Dank. Oh, brauchst du nicht zu bedanken. Ich hatte sowieso satt, das blöde Ding ständig um mich zu haben. In letzter Zeit sind mir seinetwegen Sachen durch den Kopf gegangen. Komische Gedanken. Aber ist der Teufel, ich bin ein alter Schwätzer. Mach's gut, Kumpel. Ich verstaute das Glas auf dem Rücksitz meines Pferdewagens. Dann fuhr ich los. Hinaus aus Cape City. Hinein in die offene, dunkle Nacht von Louisiana. Das hätten wir, dachte ich. Das hätten wir. Hinter mir schwankte das Glas vor und zurück und ich hörte, wie das kalte, graue Ding gegen die Glaswand schlug. Das wäre also geschafft, dachte ich. In Walders Hollow saßen die Männer noch immer dicht gedrängt vor dem Dorfladen. Hallo, Clem. Hallo, Juke. Hallo, Gramps. Hallo, Charlie. Hallo, Charlie. Namen, Charlie. Ich hab was dabei, was euch vielleicht interessiert. So, hast was dabei. Sieh mal einer an. Das war Tom Carmody. Unter Hunderten hätte ich seine Stimme herausgehört. Sehen konnte ich ihn nicht. Er war nie zu sehen. Tom Carmody hielt sich immer im Schatten auf. Im Schatten einer Veranda oder im Schatten eines Baumes oder, wenn in einem Zimmer, dann immer in der hintersten Ecke. Nur seine Augen ließ er aus dem Dunkel herausleuchten. Und diese Augen machten sich immer lustig über einen. Doch, bestimmt. Steht auf dem Rücksitz. Ach, hast nichts, was uns interessiert, Schätzchen. In dem Glas da. Ein bisschen wie ein Gehirn, ein bisschen wie eine Qualle in Essig. Ein bisschen wie... Ach, guckt's euch doch selbst an.
Soll ich den Deckel aufmachen? Hey, Charlie. Was zum Teufel ist denn das? Oh, verdammt. Das war das erste Anzeichen von Tauwetter an diesem Abend. Die anderen standen auf und kamen langsam näher. Sie umkreisten das Glas. Zum ersten Mal in meinem Leben arbeitete ich mit einem Trick. Ich knallte den Deckel wieder auf das Glas. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kommt mal bei mir zu Hause vorbei. Da werdet ihr es finden, im Wohnzimmer auf dem Regal. Ach, hau ab, Schätzchen. Lass mich doch mal gucken, Charlie. Ist es ein Tintenfisch? Kommt ruhig mal vorbei. Ihr seid jederzeit willkommen. Und was sagt deine Frau dazu? Knallt uns doch die Tür auf, Schätzchen. Sie hatten recht. Die Jungs von Wilders Hollow. Zwischen Sidi und mir stand es nicht sehr gut. Schon lange nicht mehr. Zu Hause angekommen, stieg ich die Stufen zur Hütte hinauf und stellte das Glas im Wohnzimmer auf das Regal. Wie auf einen Thron. Von jetzt an, dachte ich, wird diese Bruchbude ein Palast sein. Mit einem Herrscher. Ja, das war das Wort. Ein Herrscher, der kalt und weiß und ruhig in seinem privaten Spiritusteich schwamm. Plötzlich stand Sidi in der Tür, die Augen misstrauisch auf das Glas gerichtet, die Lippen auseinandergezogen, sodass ich ihre katzenhaften, milchigen Zähne sah. Was hast du da? Sieh es dir an, Sidi. Charlie, was ist das? Für was würdest du es halten, Sidi? Oh. Nein, Sidi? Es sieht aus wie du, Charlie, wie du. Wirklich? Manchmal war es nur schwer zu ertragen. Das ganze Jahr über rackerte ich mich auf den Feldern unten am Sumpf ab. Und Sidi? Sie schnappte sich das Geld und verschwand, haute ab nach Hause und besuchte ihre Leute in Tennessee. 9 Wochen in einem Stück. Ich konnte sie nicht halten. Sie und die Männer vom Laden, alle machten sich lustig über mich. Ich wusste einfach nicht, wie ich sie festhalten sollte. Verflucht, aber versuchte ich's doch. Charlie! Wer ist da? Wir, Charlie. Ach du, Krems. Und Clem und Duke. Können wir reinkommen? Ja, ja. Kommt nur. Und Charlie, wir... Wir dachten, dass wir... Wir sind hergekommen, um einen Blick auf das Zeug zu werfen, das du da im Gras hast. Zum ersten Mal seit Jahren ging es mir wirklich gut. Ich fühlte mich wie Weizen, der nach langer Dürre endlich Regen abbekommen hat. Es war schön, am Abend zu hören, wie Stiefel im hohen Gras raschelten, wie die Männer in den Graben spuckten, ehe sie auf die Veranda kamen, und wie das Haus ächzte, wenn sich noch eine Schulter gegen den Türrahmen lehnte. Ich hatte Stühle und Seifenkisten für alle oder wenigstens Teppiche, auf die man sich hocken konnte. Und wenn dann draußen die Grillen zirpten und die Frösche in die hohe Nacht quakten, war das Zimmer zum Bersten voll mit Leuten aus der ganzen Gegend. Es war wie ein primitiver Gottesdienst. Zuerst herrschte Schweigen. Sie hockten da und starrten voll ehrfürchtiger Scheu auf das Glas im Regal. Sie schauten niemals sofort hin. Nein, sie machten es irgendwie beiläufig, als würden sie einfach im Zimmer umhergucken, bis schließlich, und ganz zufällig natürlich, ihr Blick immer auf der gleichen Stelle verharrte. Nach einer Weile waren alle Augen darauf gerichtet, hingen daran wie Nadeln an einem unfassbaren Nadelkissen. Und dann räusperte sich irgendjemand, zum Beispiel der alte Krems, und dies war das Zeichen, dass jetzt gleich die Unterhaltung beginnen würde. Man spitzte die Ohren. Alle ließen sich nieder wie Schweine, die sich nach dem Regen im warmen Schlamm suhlen. Was es wohl ist, ob es ein Er oder eine Sie oder nur so ein ganz gewöhnliches Es. Manchmal wache ich nachts auf, drehe mich auf meiner Strohmatte hin und her und denke über das Glas nach, das hier in der langen Dunkelheit steht. Denke daran,
wie er sie im Spiritus senkt. Ruhig und bleich wie eine Auster in ihrer Schale. Manchmal wecke ich Mu auf. Wir denken beide darüber nach. Es ist unheimlich. Ja. Mir geht es auch so, Grimms. Es will nicht aus meinem Kopf heraus. Wir liegen beide da. Mu und ich und denken. Und zittern. Kann auch eine schöne Nacht sein. Die Bäume schwitzen. Der Moskitos ist zu heiß zum Fliegen. Und trotzdem zittern wir. Wälzen uns hin und her und versuchen einzuschlafen. Genau so ist es. Herr Grimms. Genau so. Ich saß natürlich immer in meinem Schaukelstuhl, ein kariertes Kissen unterm Hinter und schaukelte langsam hin und her. Ich genoss den Ruhm, der mir als Besitzer des Glases zuteil wurde. Sadie hielt sich immer im Hintergrund, bei den Frauen, die alle trübsinnig da saßen und auf ihre Männer warteten. Sadie sah aus, als wäre sie drauf und dran, vor Eifersucht loszukreischen. Aber sie sagte nichts. Sie sah nur zu, wie die Männer in ihr Wohnzimmer getrampelt kamen, sich zu meinen Füßen niederließen und das Ding anstarrten wie den Heiligen Gral. Aber ihre Lippen waren kalt und steif, und sie wechselte mit niemandem ein freundliches Wort. Ich war mir nicht einmal sicher, ob sie überhaupt den Gesprächen folgte oder den Geschichten. Ich weiß noch, als sie ein rotznäsiger Bengel war. Wir hatten eine Katze, die ständig Junge warf. Ein mächtiger. Sie brauchte nur ein bisschen herumzuhüpfen und über einen Zaun zu springen. Und schon war wieder ein Wurf da. Na, wir haben die Kätzchen natürlich immer weggegeben. Aber als denn dieser Wurf herausgeplatzt ist, hatten wir allen Leuten im Umkreis schon ein oder zwei Kätzchen geschenkt. Da trug man ein großes Glas in das Haus und machte es voll Wasser bis oben hin. Ma sagte, Juke, du ertränkst die Kätzchen. Ich weiß noch, wie ich da stand. Die Kätzchen miaunten, rannten umher, blind, hilflos und lustig. Fing gerade so an, die Augen aufzumachen. Ich schaute Ma an und sagte, nicht ich, Ma, mach du's. Aber Ma wurde blass und sagte, dass es gemacht werden musste und außer mir war keiner da, der das konnte. Und dann ging sie weg, um Soße anzurühren und Hähnchen zu braten. Ich hob eines hoch, hielt es im Arm. Es war warm, miaute leise. Am liebsten wäre ich weggerannt und niemals zurückgekommen. Ich habe das Kätzchen ins Wasser fallen lassen. Es hat die Augen geschlossen, den Mund aufgemacht, nach Luft geschnappt. Ich weiß noch, wie es die kleinen weißen Zähne gebleckt hat, wie die rosa Zunge herausgekommen ist. Und gleichzeitig Bläschen, eine Kette von Luftbläschen bis an die Wasseroberfläche. Auch heute weiß ich, wie das Kätzchen im Wasser geschwommen ist, als alles vorbei war. Wie es mich angeschaut hat. Es hat mich nicht verflucht. Aber es hat mich auch nicht gemocht. Und du meinst, Duke? Nein, Duke, das meinst du doch nicht wirklich. Dass das dein Kätzchen ist? Da oben? Und alle Augen drehten sich von Duke zu meinem Glas hoch oben im Regal und wieder zurück und wieder nach oben. Und Jadu, der Schwarze aus Herrenswamp, schaukelte wie ein Baum hin und her, bewegt von einem Sumpfwind, den keiner sehen, hören oder spüren konnte. Keiner außer ihm. Ihr wisst, was das ist. Ihr wisst wirklich, ich sag's euch, das ist Mitte von Leben, wirklich. Es ist so, damals im Midibembo-Sumpf, wo alle möglichen Dinge rausgekrochen, winzig klein Amore, vielleicht dann Frosch mit Beulen hat. Fass und Platzen, das ist Mitte von Schoppen. Das mit dem Bimbo, Mama, wo wir alle von kommen,
Vor 10.000 Jahren. Glaub mir. Vor 10.000 Jahren? Es ist sehr alt. Schaut dann, hat nicht mehr Sorgen. Zu schlau. Hängt wie Schweinefleisch in heißem Fett. Augen zum Gucken, aber schwinkert nicht. Oder, nee, nee, es weiß, wir kommen von ihm und wir gehen zurück zu ihm. Was für Augen hat das Blaue? Graue. Braune. Nee, grüne. Und was für Haare? Braune? Schwarze. Rote. Nein, graue. Charlie, sag du was. Es ist ein Glas, was meinst du? An manchen Abenden wiederholte ich nur, was ich schon immer gesagt hatte. Manchmal sagte ich auch etwas anderes. Man konnte Abend für Abend dasselbe erzählen, und es klang doch jedes Mal anders. Die Grillen veränderten es. Die Frösche veränderten es. Das Ding im Glas veränderte es. Nun ja, was wäre wohl, wenn ein alter Mann zurückgehen würde in den Sumpf oder vielleicht ein kleines Kind und würde umherirren Jahr für Jahr, verloren in dem Getröpfel mit all den Fährten und Rinnsalen, in all den feuchten Schluchten in der Nacht. Und die Haut würde ganz bleich und kalt und runzlig, würde keine Sonne mehr kriegen und immer mehr zusammenschrumpfen, schließlich in einem Dreckloch versinken und in so einer Art Schleim liegen, wie die Larven von den Moskitos, die im Sumpfwasser schlafen. Und dann, ja wirklich, das könnte jemand sein, den wir kennen. Einer, mit dem wir uns irgendwann unterhalten haben. Nicht wahr? Das könnte doch sein. Das Ding im Glas schwieg. Es starrte nur blass blind zu uns heraus. Und tief in den Körpern mit den groben Knochen floss, wie ein Tauwassergerinnsel im Frühling, die Angst als geheimnisvoller Saft. Viele kleine Kinder sind splitternackt in den Sumpf gerannt. Jedes Jahr laufen drin rum. Sind nie zurückgekommen. Ich auch. Wäre fast nicht mehr rausgekommen. Ich habe meinen kleinen Jungen so verloren. Mein Volle. Mein Baby. Mein Volle. Volle. Volle, bist du das? Volle. Volle. Sag mir, Kind, bist du es? Es hat sich bewegt. Nein, nein, es hat sich nicht bewegt. Deine Augen haben dir nur einen Streich gespielt. Nein, nein, ich schwör's euch, es hat sich ganz langsam gedreht, wie ein totes Kätzchen. Hier sitzt aber gut, Duke. Er ist schon sehr lange tot. Er hat ein War Zeichen vielleicht gegeben. Schon tot, als du geboren wurdest. Das ist mein Volle. Ein Baby haben sie da, Charlie. 3 Jahre war er alt. Mein Baby. Verschwunden im Sumpf und nie wieder aufgetaucht. Schon gut, kommen Sie. Setzen Sie sich. Sie zittern ja am ganzen Körper. Das ist genauso wenig Ihr Kind wie meins. Na, kommen Sie schon, Mrs. Dritten. Auf die alte Granny konnte man sich verlassen. Granny verstand es, hochgehende Wogen zu glätten. Dieses ganze Gequatsche und Hin- und Hergeschubse von Wörtern. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, was es ist. Und wenn wir es rauskriegen würden, wären wir bestimmt enttäuscht. Das ist wie mit den Tricks, die Zauberer vorführen. Hat man den Schwindel mal durchschaut, dann ist der ganze Spaß zum Teufel. Wir kommen hier doch jede Woche zusammen, sitzen beieinander, plaudern, haben immer was, irgendwas zu bereden. Ich glaube fast, wenn wir rauskriegen würden, was das verdammte Ding da ist, dann hätten wir nichts mehr zu bequatschen, damit ihr es wisst. Ach, zum Teufel damit! Wenn ihr mich fragt, das ist nur Dreck. Tom Carmody. Er stand wie immer im Schatten, draußen auf der Veranda. Nur seine Augen starrten herein. Sein Lachen traf mich wie ein Hornissenstich. Überhaupt nichts. Nichts ist in dem Glas. Außer einer verrottenden, stinkenden alten Qualle vom Strand, gerade recht, um sie den Hunden vorzuwerfen. Du bist doch nicht etwa neidisch, mein lieber Carmody. Blödsinn. Hab nur mal vorbeigeschaut, wollte nur mal zugucken, wie ihr Hohlköpfe leeres Stroh drescht. Du siehst, Charlie? Ich habe keinen Fuß über die Türschwelle gesetzt oder mich eingemischt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Will irgendwer mitkommen? Aber es wollte keiner mitkommen. Auch gut. Das ist schon ziemlich lächerlich, so viele verrückte Leute auf einen Haufen zu sehen. Natürlich hatte Siddi ihn angestiftet, hierher zu kommen und Stunk zu machen.
Sadie setzte alles daran, mein neues Leben zu zerstören. Das war mir klar. Ich sah, wie sie sich mit den Fingernägeln über die Handfläche fuhr, während draußen Tom Carmody die Stufen hinabpolterte. Mir war kalt. Ich konnte kein Wort herausbringen. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, ehe es so stürmisch zuging. Das Ding da auf dem Regal, warum sollte es nicht etwas sein wie alle Dinge, viele Dinge, alle Arten von Leben, Tod, weiß nicht. Ein Gemisch aus Regen und Sonne und Dreck und Grütze, alles zusammen. Gras und Schlangen und Kinder und Nebel und all die Nächte und Tage in dem toten Schilfdickicht. Warum muss es denn unbedingt eine einzige Sache sein? Das Gespräch plätscherte so ruhig dahin, als wäre Tom Carmody nie aufgetaucht. Irgendwann bemerkte ich, wie Sadie sich wegschlich. Hinaus ins Dunkel. Sie folgte Tom Carmody, ganz sicher. Sie hatten etwas vor, die beiden. Sie planten irgendwas. Als die Versammlung sich aufgelöst hatte, ging ich zu Bett. Mit gemischten Gefühlen. Der Abend war gut verlaufen. Aber was war mit Sadie und Tom? Sehr spät. Es war schon Mitternacht vorbei, da hörte ich das Rascheln des hohen Grases, das Sadie mit ihren wiegenden Hüften teilte. Ihre Absätze klapperten leise über die Veranda, ins Haus, ins Schlafzimmer. Ich tat, als ob ich schliefe. Aber ich spürte, wie Sadie mich mit ihren Katzenaugen anstarrt. Charlie? Charlie? Schläfst du? Ich bin wach. Charlie? Was ist? Du kommst bestimmt nicht drauf, wo ich gewesen bin. Das errätst du nie. Ich war auf dem Rummelplatz drüben in Cape City. Tom Carmody hat mich mit dem Auto hingebracht. Wir haben mit dem Kerl vom Zelt gesprochen, Charlie. Ja, wirklich. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben rausgekriegt, was das ist in deinem Glas, Charlie. Hör auf. Ich will's nicht wissen. Doch, Charlie, du musst es dir anhören. Es ist ein guter Witz. Einfach irre, Charlie. Verschwinde. Nein, nein, mein lieber Charlie. Kommt nicht in Frage, Charlie, Süßer. Nicht, ehe ich dir erzählt habe. Hau ab! Wir haben also mit dem Kerl vom Rummelplatz gesprochen und der schien sich totlachen zu wollen. Er sagte, dass er das Glas und was drin war, irgendeinem Bauerntrottel für $12 verkauft hat. Und dass es allerhöchstens 2 wert ist. Es ist nur Müll, Charlie. Gummi, Pappmaché, Seide, Baumwolle, Bohrsäure, weiter nichts. Innen drin ein Metallgestell. Sonst nichts, Charlie. Absolut nichts. Das ist nicht wahr, nein. Doch, Charlie. Ich will es nicht hören. Ich will nichts davon hören. Na gut, dann warte eben, bis alle wissen, was für ein Schwindel es ist. Die werden lachen. Halb tot lachen werden die sich. Willst du es ihnen etwa erzählen? Warum nicht? Wieso lässt du mich nicht endlich in Ruhe, du Miststück, du fieses Miststück? Bist eifersüchtig auf alles, was ich tue. Hab dir die Schau gestohlen, als ich das Glas mitbrachte, was? Du konntest nicht mehr ruhig schlafen, bis du alles kaputt gemacht hast. Gut. Dann erzähle ich eben niemandem was. Du hast mir den Spaß verdorben. Das ist die Hauptsache. Ob du es den anderen erzählst, ist mir egal. Ich weiß es. Und ich werde nie mehr Spaß dran haben. Du und dieser Tom Carmody, dem wird das Lachen nochmal vergehen. Ja, geh nur und erzähl's den anderen, allen Leuten. Na los, sollt auch einen Spaß haben. Wütend marschierte ich los, hinüber ins Wohnzimmer. Packte das Glas, sodass der Inhalt überschwappte und hätte es beinahe zu Boden geschleudert. Doch ich hielt inne und stellte das Glas zitternd auf den Tisch. Mir war zum Heulen zumute. Wenn ich das da verlor, dann gab es für mich nichts mehr auf der Welt. Und doch Sadie verlor ich. Mit jedem Monat, der verging, tänzelte sie weiter von mir weg, hin zu den Männern von Wilders Hollow,
hin zu Tom Carmody. Ich dachte an die langen, wohltuenden Abende im letzten Monat. Diese Abende voller Freunde und Geplauder. Das war doch immerhin etwas Schönes gewesen. Langsam drehte ich mich um zu Sadie, die in der Tür stand. Sie wartete darauf, dass ich das Glas zu Boden stoßen würde. Ich sah, dass ich sie für immer verloren hatte. Sadie, du warst nicht auf dem Rummelplatz. Doch, Charlie. Ich war da. Du lügst. Nein, es ist wahr. Das Glas, es muss irgendwas drin sein. Außer dem Dreck, den du aufgezählt hast. Zu viele Leute glauben daran, dass etwas drin ist, Sadie. Daran kannst du nichts ändern. Der Kerl vom Rummelplatz, wenn du wirklich mit ihm gesprochen hast, er hat gelogen. Warum sollte er, Charlie? Komm mal her, Sadie. Was ist denn? Komm mal zu mir. Warum? Nur so, Sadie, komm schon. Bleib mir bloß vom Leib, Charlie. Ich will dir nur was zeigen, Sadie, nur was zeigen. Hierher, jetzt. Der Juli mit seinen heißen Tagen war vorüber. Es kam der August und wie immer kamen die Leute von Walters Hollow und ließen sich auf den Stühlen im Wohnzimmer nieder. Gramps und Granny, Mrs. Treden, Juke, Jadu und alle anderen. Junge und Alte, Nette und Griesgrämige. Jeder mit seinen eigenen Gedanken und Befürchtungen, seiner Hoffnung und seinem Staunen. Als letzter kam Clem, guckte ins leere Schlafzimmer. Hallo, Charlie. Guten Abend, Clem. Deine Frau ist wieder mal weg zu ihren Leuten, was? Ja, ab nach Tennessee. Kommt ein paar Wochen wieder. Hält sie einfach nicht aus, ständig unterwegs, so kennst du sie. Ja, ja. Immer auf Achse, die Frau. Und dann, ganz unerwartet, kam noch jemand die Veranda entlang. Tom Carmody stand mit weichen, zitternden Knien vor der Tür und wagte nicht einzutreten. Das Gesicht kreidebleich, als wäre er lange Zeit krank gewesen. Auf seinen Lippen nicht die Spur eines Lächelns. Also, ich habe das noch nie so deutlich gesehen. Es hat blaue Augen. Ja, mein Gott. Es hat wirklich blaue Augen. Es hat schon immer blaue Augen gehabt. Nein, nein, ich weiß es genau. Letztes Mal waren sie braun. Niemals. Und noch was. Es hat jetzt braune Haare. Letztes Mal hat es die noch nicht gehabt. Doch. Nein. Auf keinen Fall. Doch, ganz bestimmt. Draußen stand Tom Carmody und starrte herein ins Zimmer, auf das Glas. Der würde nie mehr lächeln. Das stand fest. Ich saß in meinem Schaukelstuhl und drehte mir eine Zigarette. Lässig, die Ruhe selbst. Ich war mir meines Lebens und meiner Gedanken völlig sicher. Nur Tom Carmody sah Dinge in dem Glas, die er nie zuvor gesehen hatte. Jeder sah das, was er selbst sehen wollte. Und jeder sah etwas anderes. Ein Stück vom Leben und ein Stück von dem bleichen Leben nach diesem Leben. Vom Leben im Tod und vom Tod im Leben. Mit die Pampo, Mama. Alles und jedes. Nacht, Sumpf, Tod, bleiche Dinge. Nasse Dinge aus dem Meer. Kätzchen. Hier, junge Kätzchen. Miets, miets. Ich frage mich immer wieder. Frage mich, ob es nun ein Er ist oder ein Sie oder nur so ein ganz gewöhnliches Es.
Das Glas von Ray Bradbury. Hörspielbearbeitung Erwin Neuner. Es sprachen Werner Eichhorn, Ingrid van Bergen, Klaus Dittmann, Peter Lehmbrock, Uwe Bohm, Ulrich Faulhaber, Katharina Brauren, Sonja Schwarz, David Opoku und Gerlach Fiedler. Ton Elke Kellermann und Karl-Otto Bremer. Assistenz Waltraud Heise, Regie Norbert Schäffer.